In diesem Video geht es um Variablen und Schleifen. Das sind zwei ganz grundsätzliche Elemente von Programmiersprachen. Wenn du die verstanden hast, kannst du extrem effiziente Programme schreiben und Prozesse automatisieren. Ich bin im Robot und zeichne erst einmal noch nichts, sondern erkläre das Konzept. In Programmiersprachen kannst du mit Zahlen arbeiten und mit Zeichenketten und diese manipulieren. Du kannst zum Beispiel rechnen 1 plus 2 und das ausführen lassen. Was ist passiert? Wir wissen es nicht. Wir wissen es erst, wenn wir es zum Beispiel ausgeben lassen. Dann sehe ich hier einen Wert. Aber angenommen, das Programm läuft nachher weiter und ich schreibe noch Hello World, dann steht hier unten 3 und Hello World, aber zum Zeitpunkt, wo Hello World hier unten reingeschrieben wird, hat der Rechner schon wieder vergessen, was hier gemacht wurde. Also zum Zeitpunkt der Ausführung des Programms, da wird es einfach runtergespult, aber der Computer gibt hier die Resultate aus und macht nachher nichts weiter damit und erinnert sich auch später nicht mehr daran. Manchmal ist es aber wünschenswert, ein Resultat zu behalten im Ablauf des Programms und zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückzukommen, um zum Beispiel zwei Dinge nebeneinander zu zeichnen. Dann muss ich, wenn ich das zweite zeichne, muss die Maschine wissen, wo das erste ist, damit das zweite schön daneben kommt, beispielsweise. Sonst kommt es irgendwo hin. Und dieses Erinnern an einen Wert, das passiert mit Variablen. Eine Variable, das ist einfach ein Wort. Zum Beispiel fu ist eine typische Variable. Das ist ein Wort, das nichts bedeutet. Es ist ein bisschen dadaistisch. Der Vorteil an diesem Wort ist, dass wir sicher sind, dass es nichts bedeutet und dann auch nicht zu Konflikten mit der Programmiersprache führen kann. Jetzt, bevor ich etwas tue, führe ich das Programm aus. Es gibt eine Fehlermeldung, weil offensichtlich dieses Wort foo unbekannt ist. Name foo is not defined. Wenn ich ein Gleichzeichen daneben schreibe, dann beginnt es etwas zu bedeuten, und zwar: Das Gleichzeichen macht eine Wertzuweisung. Der Wert, der rechts des Gleichzeichens steht, wird diesem Wort zugewiesen. Wenn ich das ausführe, gibt es keine Fehlermeldung. Und jetzt kann ich diesen Wert 1, 2, 3, also 123, den kann ich abrufen, indem ich auf dieses Wort verwende. Wenn ich das ausführe, dann wird 1, 2, 3 hier reingeschrieben. Ich kann damit rechnen. Ich kann es zum Beispiel mit 2 multiplizieren. Oder ich kann es mehrfach benutzen. Das kommt das Gleiche raus. Ich könnte versuchen, es durch 4 zu teilen. Und ich kann es auf einer weiteren Zeile verwenden. Printfoo. Also ich kann jetzt in meinem Programm diesen Wert 1, 2, 3 immer wieder verwenden. Ich kann den Wert auch manipulieren, ich kann den Wert auch ersetzen. Ich kann eine neue Wertzuweisung machen und sagen, jetzt steht nicht mehr 1, 2, 3 drin, sondern jetzt steht jetzt 400 drin. Und wenn ich das hier unten ausgeben lasse, dann sehe ich, zu diesem Zeitpunkt war es noch 123 und dann habe ich das neu überschrieben quasi und jetzt ist es etwas anderes. Interessant ist aber nicht unbedingt das Überschreiben, sondern das Steigern oder das Reduzieren eines Wertes. Ich kann sagen, foo ist jetzt neu foo plus 1. Und wenn ich das ausführen lasse, ist es zuerst 123 und dann wird es 124. Das kann ich jetzt hier mehrmals untereinander kopieren.
siehst hier in der Ausgabefenster 123, 24, 25, 26, 27, 28. Also diese Art der Wertzuweisung, sich selbst plus 1, das aktualisiert einen Wert, der Wert steigert sich, wird größer. Das gleiche funktioniert auch mit Minus. Vielleicht kannst du jetzt auf Pause drücken und das einmal ausprobieren. Das war ein Beispiel mit einer Zahl. In Programmiersprachen wird in der Regel zwischen Zahlen, zwischen ganzen Zahlen und Zahlen mit Kommastellen unterschieden. Das eine heißt Integer und das andere Float oder Floating Point Number. Und ein weiterer Wert, eine weitere Art von Wert sind Zeichenketten. Zum Beispiel Hello World. Und dann gibt es noch eine weitere Art von Wert und das sind Wertsammlungen. Das wird als Liste bezeichnet in Python. In JavaScript heißt es Array. Gemeint ist das Gleiche. Und dazu schreibst du rechteckige Klammern. Das ist Alt und die Zahl 5. In der Regel wird es automatisch geschlossen, aber Alt-6 schließt sonst die Klammer, wenn es nicht von alleine passiert. Und in diese Klammer schreibst du kommagetrennte Werte, zum Beispiel 0, 1, 2, 3. Das ist eine Liste von 0 bis 3. Wenn ich das printe unten, dann sehe ich diese Liste zusammen mit den Klammern. Und was jetzt mit so einer Liste möglich ist, ist eben, dass eine Schleife geschrieben wird. Eine Schleife ist etwas, das mehrmals ausgeführt wird. Eine Wiederholung eines bestimmten, einer oder mehreren Anweisungen. Und geschrieben wird das wie folgt. Das ist so eine fixe eine gegebene Reihe von Anweisungen. Du schreibst for und dann kommt ein Name, den du selber wählen kannst, zum Beispiel i, können auch mehrere Buchstaben sein, also ist egal, ob du fünfmal i oder einmal i hintereinander schreibst oder ob du hello schreibst. Häufig wird i verwendet, weil i für Iterations Variable die Abkürzung ist. Und das ist der Fachbegriff dieses Dings, das ist die Iterationsvariable. Und dann schreibst du in und dann die Liste. Ich habe oben schon eine Liste, aber schreibe es hier unten noch eine neue. Hello, 1, 234 und dann ein Doppelpunkt. Also das for ist gegeben, das in ist gegeben, das i kannst du selber auswählen, es könnte auch ein x sein. Und die Liste, die musst du auch irgendwo aus dem Ärmel schütteln. Die muss es geben. Und am Ende folgt ein Doppelpunkt. Der Doppelpunkt, der ist zentral, weil der, das ist gegeben durch die Programmiersprache, der ist notwendig. Er bewirkt zum Beispiel, dass ein Einzug geschrieben wird. Und alles, was hier unten eingezogen steht, nach dieser Anweisung, die die Schleife konfiguriert, das wird mehrmals ausgeführt. Alles, was eingezogen ist, wird so viel mal ausgeführt, bis die Schleife zu Ende ist. Jetzt, was heißt das genau? Die Schleife, die arbeitet diese Liste ab. Der Rechner nimmt die Liste, schaut, was ist drin. Es ist ein Hello drin, es ist eine 1 drin und es ist eine 234-Zahl drin.
Diese drei Elemente werden durchgearbeitet. Und bei jedem Durchgang durch die Schleife, bei jedem Durchgang wird diese Variable i, die Iterationsvariable, die wird zu einem dieser Werte in der Liste. Zu Beginn wird sie zu Hello und beim zweiten Durchgang wird sie zu 1 und beim dritten Durchgang wird die Iterationsvariable i zu 234. Also wenn ich jetzt auf Run klicke, sollte ich sehen, untereinander Hello 1, 234. Das hat geklappt. Und wenn ich hier noch ein weiteres Element in die Liste schreibe, Adieu, dann wird auch das hier unten hingeprintet. Also dieser Print-Befehl hier wird so viel mal ausgeführt, wie Elemente ich in der Liste drin habe. Und dieses Argument i in meiner Print-Funktion, das nimmt bei jedem Durchgang einen neuen Wert an, der Reihe nach jeder Wert in der Liste. Und wenn ich diese Liste jetzt ersetze mit meiner Variable foo, die auch eine Liste enthält, dann geht es hier durch diese Liste durch. Jetzt, bevor ich zurück zu Drawbot gehe und etwas zeichne, gibt es noch ein Hilfsmittel, das hier noch wichtig zu erwähnen ist. Diese Listen, die werden mit der Zeit sehr lang. Was ist, wenn ich 100.000 Mal etwas ausführen möchte? Ich kann hier nicht von Hand von 0 bis 100.000 reinschreiben. Dafür gibt es eine Funktion. Die Funktion, die heißt Range. Und dort kommt eine Zahl hinein, zum Beispiel 12. Und Range generiert eine Liste. Die Liste beginnt immer bei 0 und wird so lange bis 12 erreicht wird, aber die 12 steht nicht mehr in der Liste. Also wenn ich sage Range 12, kriege ich eine Liste von 0 bis 11. Wenn ich 120 schreibe, kriege ich eine Liste von 0 bis 119. 119.